Hallo, herzlich willkommen zum frühmorgendlichen PowerPoint-Karaoke. Es geht um Mail-Server. Ja, der angekündigte Name ist ein bisschen anders. Ich habe da mal reingeschrieben, was ich halt alles umgesetzt habe. Es ging mir nämlich darum, ich wollte einmal eigenständig Infrastruktur betreiben, alles rund um E-Mail, CRM. Und dann habe ich mich einfach mal in das Chaos gestürzt. Ich dachte eigentlich, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, so ein bisschen Software installieren und so. Naja, und dann wurde es halt ein bisschen mehr. So, über was rede ich denn eigentlich heute alles? Ja, warum wollte ich das machen? Was brauche ich denn für so ein System eigentlich? Was will ich denn eigentlich erreichen? Die Anforderungen? Welche Komponenten brauche ich? Weil mir geht es ja nicht nur darum, einen Mail-Server mal für einen Nutzer zu machen, sondern ich will auch ein bisschen Nutzerverwaltung drin haben, ein bisschen Rechtemanagement, eine Web-Oberfläche dazu und so weiter. Da habe ich sicherheitshalber mal keine Unterüberschriften hier hingemacht. Soll jetzt nicht gleich so schocken am Anfang. Ja, und dann zeige ich euch mal, wie man das Skript, also ich habe da ein Ansible-Projekt draus gemacht, wie man das ausführt, was man konfiguriert, damit eben das gesamte System aufgesetzt wird mit allen Komponenten. Ich habe den Anspruch, da mal was mehr oder weniger Vollständiges hinzubekommen. Ich habe ein paar Sachen gefunden, die haben aber immer das nicht gehabt, was ich eigentlich haben wollte. Auch viele unnütze andere Funktionen. Dann will ich noch mal kurz darauf eingehen, was kann man noch dran verbessern oder was habe ich selbst noch geplant, dran zu verbessern. Und habe noch eine kurze Danksagung hinterher zu den Leuten, die Webseiten gebaut haben und da viel dokumentiert haben zu diesen Themen Mail-Server, die auch entsprechende Software zur Verfügung stellen und ähnliches als in ihrer Freizeit. Und das muss man einfach mal mit erwähnen. Und am Ende können wir ja noch mal darüber diskutieren, wer hat welche Anforderungen, wer hat selbst welche Erfahrungen darüber. Und dann können wir es auch mal kurz ausprobieren. Aber fangen wir erst mal ganz locker an. Wie bin ich da überhaupt drauf gekommen? Nun, es kommt immer mal der Punkt, wo man sagt, man könnte ja mal einen Verein gründen oder ein Start-up oder einfach nur irgendein Projekt, wo mehrere Menschen dran arbeiten. So, jetzt der Standard ist natürlich, viele Menschen nutzen soziale Netzwerke, Xing, Facebook und nutzen das irgendwie als Grundlage, wo man das Projekt verwaltet. Da hat man eben dort seine Nachrichten drin, da hat man eine Seite, wo man das draufschreibt. Ich wollte aber eigentlich eine eigene Lösung haben, einfach ist anpassbar. Man hat nicht so viele Probleme mit diesem ganzen DSGVO-Datenschutzzeug. Okay, wenn ich jetzt irgendein Projekt über Facebook organisiere, dann ist das denen ja Problem. Wenn ich dasselbe mache, ist es mein Problem. Aber ich kann das eben viel mehr verbessern. Ich kann eben vieles weglassen, was ich einfach nicht brauche und da viele Datenschutzprobleme umgehen. Und da habe ich mir überlegt, was brauche ich denn jetzt wirklich? Ja, eine Webseite ist vielleicht ganz gut. Da gibt es ja Content-Management-Systeme. Dann E-Mail sowieso, einfach für jeden Projektteilnehmer, der was machen möchte, der soll jetzt einfach eine Projekt-E-Mail-Adresse bekommen. So wie man es ja schon von der Universität kennt, hat man eine eigene Universitäts-Mail-Adresse, die nur zu dem Thema, was man an der Uni macht, genutzt werden soll. Ja, eine Mailingliste ist auch ganz gut, vor allem vielleicht mehrere Mailinglisten, also zu jedem Teilaspekt, was man im Projekt umsetzen möchte, eine eigene, also dass eben nur die Leute das bekommen, die dafür zuständig sind und nicht alle alles. Schön ist natürlich auch eine Groupware oder Customer Relation Management System. Da kann man dann auch die einzelnen Nutzer eintragen, man kann die wieder löschen, man kann den E-Mail-Adressen zuordnen, man kann Kalender anlegen und so weiter, also alles, was man so braucht. Ja, ein bisschen Security sollte halt auch drin sein, HTTPS und so weiter, Verschlüsselungen. So, das waren relativ wenige Punkte. Kommen wir dann zu dieser langweiligen Slide mit diesen vielen Stichpunkten.
Ja, so langweilig geht es am Anfang auch los und so frustrierend. Was brauchen wir für die Infrastruktur? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, das umzusetzen? Also es gibt diese, wie schon gesagt, diese Cloud-Lösung. Habe ich schnell ein Login-Problem, dass ich dann nicht wieder wegkomme, das einfach migrieren kann, die Daten. Preissicherheit, DSGVO, auch allgemeine Geschäftsbedingungen, die sich ändern. Ich will es natürlich self-hosten. Und darum geht es ja auch in diesem Talk. Das alles zu installieren, was brauche ich denn eigentlich für Komponenten? Das gibt vielleicht relativ viele. Backups muss ich auch noch machen. Wie mache ich Updates? Funktioniert das überhaupt? Finde ich Dokumentation? Was will ich denn am Ende selber darüber dokumentieren? Andere Alternative. Gibt es vielleicht irgendein Fertigsystem, wo ich einfach installieren drücke und das ist eine self-hosted-Lösung, dann ist es fertig. So ganz einfach. Ja, kostet das Geld? Komme ich damit zurecht? Gibt es vielleicht einen Dienstleister, der ein dediziertes Hosting macht? Also diese gesamte Software auf einen getrennten Server für mein Projekt oder für meine Firma das einfach aufsetzt? Gibt es sicher auch. Aber wir wollen ja alle Self-Hosting haben. Da haben wir die meisten Möglichkeiten. So, wir wollen Self-Hosting. Es soll einfach zu installieren sein, einfach zu konfigurieren sein, einfach sich mit weiteren Komponenten integrieren, auch untereinander. Und wir wollen sinnvolle Defaults. Ja, das ist so ein Ding, was ich häufig bei irgendwelchen Softwareprojekten lese. Da gibt es einen 1500-seitigen Quick-Start-Guide. Und da steht so sinngemäß drin, ja, jeder hat ja andere Anforderungen und deshalb ist erstmal keine Grundkonfiguration drin. Und dann ist man einfach aufgeschmissen. Ich will eine Grundkonfiguration, die vielleicht in 80% der Fälle passt. Und wenn man doch was anderes haben will, kann man die Grundkonfiguration ändern und dann passt es halt auf die eigenen Bedürfnisse. Und am besten sollte es dann so einen Start geben, dann wird alles installiert und dann geht es. Das ist mein Ziel. Uje, was brauchen wir denn da alles? Das sind eine ganze Menge Komponenten. E-Mail klingt zwar einfach, aber was gehört dazu? Wir brauchen IMAP, um das Postfach abzurufen. Okay, es gibt auch Leute, die nutzen POP3 noch. SMTP zum Versenden von E-Mail. Und unter Android. Da wird ja auch gern Exchange verwendet, damit man gleich den Original-Client verwenden kann im Smartphone. Da gibt es ja dieses Google Mail, das ist der Client. Vielleicht noch ein Webmail obendrauf, dass man einfach mal so unterwegs gucken kann. Und wichtig ist auch, es gibt diese Signatur. Das ist immer unter E-Mails. Also ich meine jetzt nicht die digitale Signierung, sondern da gibt es unten immer so zwei Striche und dann steht unten drunter irgendwie so Anschrift und Datenschutzerklärung und so weiter und so fort. Das ist wohl, glaube ich, vorgeschrieben in Deutschland, dass wenn man das gewerblich oder halt in irgendeiner Form offiziell als Verein macht und man schreibt nicht als Privatperson, sondern als Organ dieser Organisation, dass man da so eine Art Impressum drunter setzt. Und das wäre halt gut, wenn das auch gleich irgendwie mitgeht und dass man da keinen Fehler macht. Ja. Nutzerverwaltung habe ich schon erwähnt. Ein schönes Frontend zur Administration. So ein Frontend hilft halt auch einfach, Fehler zu vermeiden. Alias-E-Mails, zum Beispiel Info@, was dann zu einer bestimmten Person geht. Quota sollte man einstellen können, falls doch mal eine große Mailflut ankommt, dass nicht alles voll ist und dann gar nichts mehr reingeht. Sieve, das ist ein Filter. System, das sollte mit drin sein. Da kann man dann einstellen, zum Beispiel E-Mails, die das im Betreff enthalten, die sollen jetzt in diesen Unterordner. Spamfilter sowieso. Natürlich sollte der Spamfilter lernfähig sein. Das heißt, dass ich gehe auf meinen E-Mail-Client und sage, ah, diese E-Mail, die ist aber eigentlich Spam, dann sollte das gleich merken und gleich mit einlernen in seinem neuronalen Netz oder was auch immer da drin ist und dann später beachten. Ja, Autoconfig und Autodiscovery sollte gehen. Das ist das, wenn man beim Thunderbird
bei diesem E-Mail-Programm nur die E-Mail-Adresse und das Passwort eingibt von dem Postfach und diesen Rest, also dieses ausgehende Server, Eingangsserver, Portzeug nicht einstellt, sondern nur die beiden Sachen, dann geht es gleich. Das nennt sich Autoconfig. Bei Exchange, also bei diesem Protokoll, was bei Google Mail da verwendet wird, heißt es Autodiscovery. Es funktioniert ein bisschen anders, heißt anders, aber die Idee ist das gleiche. Wir wollen einen Kalender haben oder mehrere für einzelne Teilaspekte. Das sollte natürlich auch auf allen Geräten synchronisiert sein. Genauso das Adressbuch. Wir wollen die Mailingliste, das haben wir schon erwähnt. Und dann noch diese ganzen S-Dinger da, hier Security-Zeug und alles, was das so gebraucht wird, TLS, TLSA, DKIM, DMARC, SPF, ADSP, AAC. Wer kann alle diese Abkürzungen ausschreiben? Traut sich jemand? Die erste Abkürzung? Ja, ich gestalte das ein bisschen interaktiv her da hinten. Ja, richtig, Transport Layer Security. Ins nächste. Ja, ich glaube, es heißt Transport Layer Security Authentication und so weiter. Das nächste, DKIM. Ja, so ähnlich. Identified Mail, Domain Key Identified Mail. DMARC, das habe ich mir jetzt im Moment auch nicht ganz gemerkt. Kennt das jemand? Nee? SPF, das sind sogar zwei Antworten richtig. Ja, Sender Policy Framework. ADSP, kennt niemand, das ist auch nicht wichtig, das ist wohl irgendwie auch schon veraltet und hat sich nie durchgesetzt. ARC, Authenticated Received Chain. So, vielleicht wollen wir noch ein bisschen File Storage haben, so untereinander. Vor allem auch, wenn man mal große Anhänger hat für die E-Mails, dann wird halt nur ein Link hinzugefügt und dann können wir draufklicken. Ja, Backup wollen wir am Ende auch und ein schönes Content-Management-System am besten mit statischen Seiten, Flat-File-System, damit halt, wenn man ein paar mehr Aufrufe sind, das Ding nicht gleich zusammenbricht. Jo. Weiter geht's. Ein paar Nice-to-Have-Tools. Human Resource Management, das ist halt so Standardzeug, was immer dabei ist, wenn man eine passende Groupware installiert und da einführt. Customer Relation Management, dann gibt es noch so ein Timekeeping, wo man so eingibt, von da bis da habe ich das und das gearbeitet. So Stammdaten gibt es auch, dann gibt es so meistens Sales und Rechnungen. So ein bisschen Task Planning, Projektmanagement, Inventarmanagement und so weiter. Jetzt geht es an die Recherche, die ganzen Teilkomponenten. Was brauchen wir denn jetzt? Groupware mit Nutzerverwaltung, da habe ich geguckt, Tine 2.0 gibt es da. Da stand irgendwo was bei Heinlein Support, darum ist Tine 2.0 die beste Groupware. Ich dachte, nehme ich. Ist ja die beste. Dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und da gab es auch noch, darum ist Zimbra die beste Groupware und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, schade, hätte ich noch vielleicht was anderes genommen, aber ist nicht so schlimm, weil das mit der Nutzerverwaltung da ganz gut geht. Webserver braucht man, also Apache 2, Postfix für SMTP-Mail, Dovecode für IMAP-E-Mail, Sieve zum Filtern. Sieve nimmt, glaube ich, auch die Spam-Filter-Geschichten dann, also führt das dann mit aus. MySQL, heute heißt MariaDB, für die ganzen Nutzer-E-Mail-Adressen, also was da alles so da ist an Objekten, nenne ich es mal. RSpamD ist der eigentliche Spam-Filter, der halt detektiert, was jetzt eine Spam-Mail ist. Mailman, es gab ja auch so Ideen, ja, jede Spam-Mail muss diesen Spam-Header gesetzt haben, aber leider haben das halt viele nicht, deshalb brauchen wir den RSpamD. Ja, Mailman für die Mailinglisten. Dann habe ich noch ein Programm geschrieben, den Crypto-Mail-Manager, da gibt es heute noch einen Vortrag 15 Uhr für die ganze Steuerung dieser ganzen TLSA-DKIM-Geschichten. Cron, um diese ganzen Schlüsselrotationen, wiederkehrende Ereignisse zu steuern. Ansible, um den ganzen Kram aufzusetzen.
Was ich bisher nur drin habe, ist der DNS-Server von Indoor Networks. Das gibt es eine API, womit man die ganzen Einträge reinmacht, die ganzen Resource Records. Let's Encrypt für das TLS-Zertifikat. Und Crave, ich weiß nicht, wird das Crave ausgesprochen. Das ist ein Content-Management-System für die Webseite. So, das sind eben die ganzen Teilkomponenten, die da drin sind. Also Tine 2.0 ist unsere Groupware und die hat eben auch neben Account Management das ganze Active Sync drin, damit ich das auch mit Android synchronisieren kann. Also sowohl E-Mail als auch Adressbuch als auch Kalender. Die hat auch CalDAV und CardDAV drin, damit ich mit Thunderbird dann eben auf meine Kontakte und auf meine Kalender zugreifen kann. Die hat die gesamte Groupware drin, Webmail und auch den File Storage. Der Webserver Apache, der muss eben die Weboberfläche für E-Mail machen und für die eigentliche Webseite. Also wir sehen jetzt erstmal, das ist jetzt erstmal ein großer Klotz. Ich habe jetzt nicht noch mit Docker und Kubernetes und mehrere Webserver und das dann irgendwie hintereinander geschaltet und aufgeteilt und Load Balance ist alles noch nicht drin. Ja, der Postfix ist für SMTP, Dovecode für IMAP zuständig. Sieve hatte ich schon erwähnt, Filtering und der macht auch dieses Lernen. Wenn ich sage, das ist eine Spam-Mail oder das ist keine Spam-Mail, dann nimmt er auch diese Nachricht entgegen und lernt das dann. MySQL User Accounts für die Groupware und die Mail-Accounts für den Mail-Server. Das ist ein bisschen getrennt, aber ist über eine Oberfläche dann zusammengefasst. RSpamD macht den Spam-Check und wichtig ist auch hier, die machen auch das DKIM-Signing und Key generieren. Also durch RSpamD gehen die Mails auch durch, wenn die rausgehen. Mailman hat nicht nur die Mailingliste, sondern auch die Administration der Mailingliste drin. Schön wäre es natürlich, später mal unter Tine 2.0 diese Administration einzubauen, indem ich dann eine eigene App schreibe für Tine 2.0. Der Crypto-Mail-Manager macht das TLS, macht die TLS-Zertifikate, TLSA, DKIM, gesamte Domain-Management, also auch die A und AA-Record, 4A-IPv6-Records, DH-Parameter-Updates, so der Cron habe ich schon erwähnt und Ansible installiert alles. Indoor Networks kann übrigens auch DNSSEC, da muss ich mich nicht drum kümmern um DNSSEC, das macht dieser Domain-Provider selbst. Es wird vollständig von einem Crypto-Domain-Manager gesteuert. So, die anderen Let's Encrypt wird auch davon gesteuert. Graph macht wirklich nur die Webseite, da ist nicht viel dabei. So, fangen wir an. Wenn wir das umsetzen wollen, müssen wir erstmal eine Domain bei Internet Networks holen, Account anlegen, wichtig ja, Benutzername, Passwort brauche ich dann später, um die Domains zu updaten. Das muss ich dann in dem Server mit eintragen. Leider ist halt ein bisschen einfach gemacht hier. Das kann nicht, also es kann kein Delegation oder irgendwie getrennter Zugriff. Die Domain darf von dem Server verwaltet werden. Das ist noch ein bisschen einfach gemacht hier. Dann registriere ich meine Domain da. Dann hole ich mir noch einen kleinen V-Server. Es gibt irgendwie bei Scaleway für 4 € oder bei NetCap für 2,70 € oder so, bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Kleinste reicht ja für das gesamte Projekt. Da halt ein aktuelles System, aktuelles Linux-System, also Debian oder Ubuntu. SSH Root Access brauche ich, damit ich mit Ansible das ganze Zeug drauf bekomme. So, und dann habe ich jetzt mein Projekt. Da habe ich viele Konfigurationsdateien drin, wo ich die wichtigsten Komponenten einstelle. Es gibt so einen Hostname und eine Top-Level-Domain. Die Top-Level-Domain muss eben mit der bei Internetworks registrierten Domain übereinstimmen. Dann kann ich eine Subdomain festlegen, habe ich aber hier nicht gemacht. Ich habe einfach die Top-Level-Domain übernommen. Ich kann noch dem Server einen Namen geben. Das ist dann auch sowas, was im MX-Record drin steht, was halt im öffentlichen DNS dann auch so drin steht. Da gibt es dann die
richtige Domain, die wird dann halt zusammengesetzt aus diesem Servername und der eigentlichen Subdomain. Also hier würde dann drin stehen pserver.androsurf.de. Dann habe ich die Teilendomains. Da sage ich eben, ja, ich will ja das Webinterface von dieser Groupware auch irgendwo finden. Und das sage ich einfach, ich will das unter teilen20.meiner Subdomain. Ja, das Webinterface von meinem Spamfilter will ich unter rspmd und der Subdomain sehen. Die E-Mail-Domain ist das, was rechts vom Ad steht. Da will ich einfach nur meine eigene Subdomain haben, androsurf.de. Das ist eben das Schöne, wenn ich hier so Template-Languages habe, also wie Jinja 2, da kann ich einfach diese Variablen, die hier links stehen, wieder referenzieren. Dann habe ich am Ende nur wenige Einträge, die ich zum Beispiel für ein anderes Projekt wieder ändere und der Rest passt dann einfach nach dem gleichen Schema. Das ist noch ein bisschen komisch, dieses IMAP-User-Domain. Da habe ich jetzt eine Domain gewählt, die es so öffentlich nicht gibt. Das soll einfach nur eine Abstraktionsschicht dazwischen sein, wenn man mal irgendwas umstellt und zusammenfasst, damit das dann einfacher geht, weil das halt einfach dazwischen hängt. Ja, dann das TLSA hier unten. Das ist eine reine Konfiguration für dieses Transport Layer Security und Authentication Dings da für diese. Das ist eine Standardeinstellung, die wird dann so immer verwendet, meistens verwendet, was eben beim Zertifikat geprüft werden soll, wenn es eben diesen Hashwert in der Zone findet, in der DNS-Zone, als zusätzliche Sicherheit. So, Konfiguration geht weiter. Machen wir mal was Einfaches, die Mailingliste. Da haben wir dieses Ding drin, Default List Map. Wie ist eigentlich die E-Mail-Domain der Mailingliste? Also wieder was rechts nach Ad steht, dann würde ich einfach sagen Lists Ad, Subdomain. Ja, ich will ja noch ein Webinterface haben, um die Mailinglisten zu konfigurieren. Das nennt sich Webdomain hier, dann mache ich www.lists. Und der MX-Rekord, also das, der Mail-Server, der dafür zuständig sein soll, gebe ich auch noch an. Und man sieht auch schon hier, da ist eben auch relativ flexibel. Ich kann hier relativ viel einstellen. Das will ich noch meiden. Content Management System, meine Webseite aufsetzen. Da will ich die Webdomain festlegen, worüber ich die aufrufen kann. Wie soll jetzt der Administrator heißen? Der Administrator E-Mail-Adresse. Ich kann auch mehrere Domains mit dem System bedienen. Da habe ich noch ein E-Mail Maps, das kann ich dann sagen. Ich habe jetzt immer denselben Mail-Server hier und habe mehrere Sachen, zum Beispiel androsurf.net, androsurf.com und alles geht über diesen selben Mail-Server raus. Ups, bin ich drauf gekommen. So, das Gleiche kann ich natürlich auch für die Mailingliste machen. Kann ich auch für mehrere Domains anlegen und einfach eine Liste da hinzufügen. So, weiter geht's. Zum Einstellung der TLS-Zertifikate. Bei Let's Encrypt muss ich deine E-Mail-Adresse hinterlegen. Da kommt dann auch die Meldung hin, wie Zertifikat läuft bald ab. Interessiert natürlich nicht, wird automatisch verlängert hier. Es gibt natürlich noch eine Möglichkeit, Extras anzugeben. Wenn ich sehr viel rumexperimentiere damit, kann ich sagen, ich will automatisch das alte Zertifikat überschreiben. Das ist aber für mich, wenn ich jetzt das Ganze debugge und weiterentwickle, kann ich da viel experimentieren. Kann ich das enforcen, dass das Zertifikat überschrieben wird. OCSP kann ich hinzufügen. Das ist eine zusätzliche. Das hängt mit dem Certificate Revocation zusammen. Da kann man was. Das ist eine zusätzliche Sicherheitsoption, die man hier anschalten kann. Es ist tatsächlich so, dass einige Programme damit nicht umgehen können. Also wenn ich jetzt ein OCSP-Zertifikat habe, dann geht das natürlich im Browser, aber der Thunderbird hat damit Probleme, wenn jetzt die IMAP-Adresse ein OCSP-Zertifikat hat. Das ist ein Zertifikat mit diesem OCSP-Must-Stable-Eintrag. Das ist was Internes, die Zertifikat-Location.
So, jetzt brauche ich natürlich noch für mein Internetworks-Domain, brauche ich ein Login, gebe ich an. Ich brauche das Passwort, gebe ich extra an. Dann geht es weiter. Was mache ich mit den vielen Passwörtern der einzelnen Komponenten, die da drin sind? Kann ich mir auch automatisch generieren lassen? Das ist jetzt mein Beispiel für AskBMD. Das habe ich so eingestellt, dass es automatisch die Passwörter generiert und die in Credentials, in diesem Ordner ablegt, lokal bei mir auf dem Host, nicht auf dem Server. Und da eben bestimmte Einschränkungen unterliegt. Das ist direkt abgespeichert beim ersten Durchlauf, wenn die generiert. Wenn die abgespeichert sind, brauche ich es nur noch in die Datei reingehen, weiß, wie ich darauf zugreife. Sind halt sehr zufällig, sicher dann auch. Das alles eingestellt habe, starte ich dann mein Ansible Playbook. Das läuft dann eine halbe Stunde, 45 Minuten oder so, wenn man Ansible Mitte gehen anhat, damit es auch schnell geht. So, dann geht's los. Erstmal guckt er, dass der Host auch wirklich da ist und dann läuft's. Wenn es dann fertig gelaufen ist und wir gehen auf diese Teil 2.0 Geschichte, da sehen wir tatsächlich den Login-Screen. Können uns einloggen mit dem Passwort, das automatisch generiert wurde. Und dann können wir schon anfangen, erste Nutzer anzulegen. Ja, ich habe jetzt übersprungen, dass man da draufklicken muss auf Administration und Nutzerverwaltung, neue Nutzer anlegen und so weiter. Aber jetzt geht es ja um den eigentlichen Kern, was trage ich denn eigentlich ein? Mache ich jetzt mal einen Beispielnutzer hier, John Doe. Login-Name für Teil 2.0 gebe ich an, sein Passwort und die E-Mail-Adresse. Wir sehen hier, die E-Mail-Adresse ist eine von dieser Domain. Und diese wird dann automatisch auf dem Mail-Server angelegt, wenn ich die hier eintrage. Ich kann auch noch ein OpenID angeben. OpenID dient zum Login in anderen Diensten, also dieses zum Beispiel per Facebook anmelden oder sowas gehört auch dazu. Bringt meistens nicht viel, weil das bei vielen Diensten festgelegt ist, wer der OpenID-Provider ist. Nur Stack Exchange hat die Option, einen freien OpenID-Provider zu nutzen. Das habe ich einmal ausprobiert, hat auch funktioniert. Da kann ich dann bei Stack Exchange irgendwo ganz unten einen kleinen Link alternativen OpenID-Provider nehmen, anklicken und dann kann ich die URL eintragen und dann kann ich mich tatsächlich mit dem Account, den ich hier habe, bei Stack Exchange erstmalig anmelden. Funktioniert. So ein paar Standardeinstellungen, ja, das ist halt die Gruppe Nutzer und nicht Administrator und so weiter. So, dann muss ich was beachten, wenn ich den Nutzer angelegt habe, okay, klicke. Muss ich mich oder muss ich der Nutzer das erste Mal einloggen bei Teil 2.0, kann aber noch keine E-Mails versenden, da muss ich ausloggen und nochmal einloggen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also ich habe da auch schon mal einen Bug-Report geschrieben bei Teil 2.0 und es wurde bestätigt und gesagt, ja, da ist wohl ein Problem, aber noch nicht gelöst. Ist jetzt auch nicht so schlimm, man muss es halt wissen, sonst wundert man sich erst einmal. So, jetzt hat es der Nutzer gemacht. Und jetzt will er natürlich nicht dieses Teil 2.0 ständig verwenden, sondern will die E-Mails auf dem Smartphone haben. Man möchte ja auch rund um die Uhr da erreichbar sein und Notifications bekommen. Das geht dann ganz einfach bei Google Mail. Kann man es denn eigentlich sehen von hinten? Das sind jetzt die drei Schritte, die man machen muss. Bei Google Mail sage ich jetzt einfach, das ist jetzt meine E-Mail-Adresse und mein Passwort. Klicke einfach auf Weiter. Dann geht das ganz kurz, erscheint, Kontoinformationen werden abgerufen. Das ist wirklich nur ein Sekundenbruchteil. Danach steht es dann alles in der Maske hier drin. Da steht dann schon drin, Server ist 120.endosurf.de und Port ist 443. Wenn das so schnell geht, dann ist es alles richtig da, das Autodiscover funktioniert und klickt weiter und es klappt. Das Autodiscover ist ein bisschen aufwendig. Da gibt es eine spezielle PHP-Datei im Hintergrund, wo dann auch Post-Requests hingehen und dann wird geguckt, für diesen Nutzer, was ist denn da für eine Konfiguration notwendig und so weiter? Das wird dann automatisch abgerufen. Läuft auch über HTTPS. Also, wenn man das nur über HTTP überträgt, geht das gar nicht. So habe ich das in Erinnerung. Bei Thunderbird ist es ein bisschen, ist es ähnlich. Also auch nur E-Mail-Adresse eingeben.
Passwort eingeben, Continue drücken. Und dann ist auch wirklich innerhalb von einem Sekundenbruchteil, wenn das Internet funktioniert, das hier zu sehen, wo dann unten das Incoming, Outgoing und Username einfach schon so fest eingetragen ist. Es geht auch schnell. Also wenn das lange dauert, dann funktioniert was mit Autoconfig nicht, dann probiert er einfach rum, bis es durchgeht. Man sieht auch wieder hier dieses Username, das wird dieses @entro, das war das, was ich dort ganz am Anfang bei der Konfiguration eingestellt hatte mit dieser internen, wie nennt sich das, IMAP-User-Ding da. Das ist eben gut, dass man da noch ein bisschen eine Abstraktion hat, dass man so den Nutzer zu so einem Ding mit zusammengefasst hat, zu so einer Gruppe, zu einer Mail-Nutzergruppe. Aber eben nicht direkt an die Mail-Adresse gebunden. Der Rest stimmt dann auch hier alles. Normalerweise, man drückt dann und dann geht es weiter. Man sieht auch hier, das wird Autoconfig, Mail-Config, irgendwas XML abgerufen. Das ist ein einfacher Get-Request, also da wird kein aufwendiges Handshaking und irgendwas abrufen gemacht, sondern wird einfach nur die Datei runtergeladen, da steht die Konfiguration drin. Autoconfig ist einfacher als Autodiscover. Geht aber dann halt nur für IMAP. Und das war es dann auch schon. Ja, schauen wir uns mal den Kalender an, machen wir noch einen Rundgang kurz durch das Teil 2.0. In den Kalender können wir jetzt Sachen eintragen, müssen uns erst einloggen als der Nutzer natürlich. Ich lege jetzt einen Termin an, sehe jetzt hier, da gibt es auch eine CalDAV-URL, wenn ich jetzt in den Kalender reingehe und dann mal auf die Eigenschaften gucke. Die kopiere ich mir, die CalDAV-URL, gehe in Thunderbird und lege da einen Kalender an mit einem entsprechenden Remote-Location. Und da gebe ich dir einfach ein, diese URL. Ich tue noch eine E-Mail-Adresse zuordnen, das ist halt auch nicht automatisch hier, die muss ich dann extra zuordnen. Sag okay, ist es auch drin, Passwort noch eingeben, fertig. Was ich cool fände, CalDAV Autoconfig, dass ich eben nicht diese CalDAV-URL da rausziehen muss, sondern, sagen wir mal, wenn ich eine E-Mail-Adresse eingebe, dann vielleicht den persönlichen Kalender einfach dazu bekommen. Hab nichts gefunden, gibt wahrscheinlich nichts, müssen wir mal implementieren, wenn wir mal Lust dazu haben. Vielleicht wird es ja angenommen von irgendwelchen Leuten, die Thunderbird machen und andere E-Mail-Programme. Weiß ich nicht. Ja, es kam gerade der Einwurf ActiveSync, aber das Thunderbird kann, glaube ich, mit ActiveSync nicht richtig umgehen. Es gibt zwar, glaube ich, ein Plugin, aber es ist auch, ja. Okay, also ich kann dir ein Mikrofon geben, da können wir auch mal diskutieren darüber. Ja, machen wir. Wir reden am Ende noch mal kurz über das Thunderbird ActiveSync, weil das ist eben der Vorteil, wenn ich das auf dem Smartphone mache mit dem ActiveSync, da ist eben, sind eben die Kontakte, also was gerade da wäre, aber das ist wahrscheinlich jetzt über das ActiveSync-Protokoll oder über ein Exchange-Protokoll gemacht. Gleich drin und das ist, sind auch die Kalender gleich mit synchronisiert. Es geht dann gleich alles auf Anhieb. Bei IMAP und CardDAV über Thunderbird geht es nicht einfach out of the box. Da muss man noch Plugins installieren, noch ein bisschen probieren. So, schauen wir noch kurz ins Mailman rein, die Mailinglisten-Konfiguration ist nicht aufregend. Ich gehe auf www.lists.androsurf.de hier, das haben wir vorher auch festgelegt in der Konfiguration. Und da wird ein Passwort gefragt, und zwar das Mail-Creator-Passwort, Mailinglist-Creator-Passwort, und das gebe ich dann ein. Habe ich in diesen Credentials-Ordner drin, bin ich drin. Spam-Filter ist auch nicht so aufregend, da gibt es eine Web-Oberfläche dazu und da ist auch schon mal Spam reingegangen. Da gibt es ein schönes Diagramm, man kann da auch selber das trainieren und History angucken. Hier, das ist das selber trainieren, da kann ich eine E-Mail reinpasten und kann sagen, das ist Spam oder das ist kein Spam. Ja, das ist eben das, wenn ich in Thunderbird die E-Mail anklicke und sage, Mark ist Junk, lernst du es auch. Ja, dann habe ich mal eine Test-E-Mail an mich selber geschrieben. Und das sehen wir auch tatsächlich, dass unten diese Signature unten drunter mit diesen ganzen Einträgen wie Impressum, Datenschutz
und so weiter. Ja, was noch interessant wäre, ob es da über IMAP eine Möglichkeit gibt, ich sage neue E-Mail erstellen und dann wird mir das schon unten drunter eingeblendet, dass das irgendwie synchronisiert, ob es da was gibt, das weiß ich auch noch nicht. Das Admin-Panel des Content-Management-Systems sehe ich hier, das ist auch nicht spektakulär, man sieht ein paar Aufrufe. Die Aufrufe sind vielleicht ein bisschen mehr, als es eigentlich sind, weil alle Unteraufrufe von einem Nutzer angezeigt werden. Jetzt schaue ich mir nochmal die Webseite an, wie sieht sie aus. Ich habe schon ein bisschen Content drin. Ich habe auch hier ein schönes Inhaltsverzeichnis an der Seite. Um das Inhaltsverzeichnis zu machen, brauche ich jetzt ein Plugin in diesem Graph CMS. Page, Talk, Table of Content. Dann muss ich das noch konfigurieren. Also nicht nur das Plugin installieren, ich muss ja auch noch sagen, wie soll es aussehen, wo soll es hin. Dann kann man dieses Gentry 5 Framework installieren, kann dann das Layout festlegen. Da gibt es eine Sidebar und kann dann dieses Table of Content Ding hier einfügen. Das ist dann eine Custom Komponente. Da muss dann Folgendes drinstehen. Das ist halt auch einfach nur so ein Templating Ding, also so ein Jinja, nee, das ist kein Jinja 2, das ist Twig, nennt sich das wohl. Es geht nicht alles hier, also ich habe ein Beispiel gefunden, das hat nicht funktioniert, weil die noch irgendwas drin hatten, was es nicht vertragen hat, aber ich habe es dann umgeschrieben. Das sieht ja eben auch, es geht die Config durch, guckt nach einem Attribut, gibt es da ein aktives Inhaltsverzeichnis, dann holt sich das Inhaltsverzeichnis. Und wenn das da ist und nicht leer, wird das einfach hinzugefügt mit den ganzen, mit der Überschrift Table of Contents und dem eigentlichen Inhalt. Spektakulär. Was wollen wir noch alles machen? Was schon zwischendurch aufkam. Und natürlich auch Dokumentation und Tutorials. Noch ein paar interne Sachen, wie dass IMAP und SMTP Domains getrennt sind, gerade was MX-Records und so weiter angeht. Tine 2.0 kann noch keine Gruppen-E-Mail-Adressen. Das ist also immer eine E-Mail-Adresse zu einer Person zugeordnet. Ist nicht schön, vielleicht kommt es noch. Also geplant ist es bei Metabase. Dann vielleicht noch ein System, das man gleich als Hosted Service anbieten kann. Vielleicht noch ein LDAP im Hintergrund, anstatt das über Tine 2.0 die Nutzerverwaltung zu machen. Client-Zertifikat, Authentication für mehr Sicherheit, damit es eben kein Phishing gibt. CalDAV sollte möglich sein, einen Kalender in dem CMS hinzuzufügen, was direkt auf CalDAV zugreift und da einfach Events, die in einem bestimmten Kalender drin sind, anzeigt. Gab es eine Meldung gerade? Nee. Und was ich schon gemeint hatte, wenn man eine neue E-Mail anlegt, dass es gleich die Signature unten drunter schreibt. Integration der Mailinglisten-Administration in Tine 2.0 wäre nicht schlecht. Vielleicht auch Tine 2.0 kann auch ganz einfach mit Rechnungen umgehen, ganz trivial. Vielleicht, wenn das Zugpferd lesen könnte, wäre lustig. Eine ERP-Integration, dass man auch die, wenn da schon CRM drin ist, also Customer Relation Management, dann sollte das vielleicht in ein ERP reinpassen. Wäre spannend. Und Projektmanagement in sinnvoller Form, nicht nur, dass man 20-100% da irgendeinen Balken hat, sondern so richtig Gantt-Diagramme. Muss vielleicht einfach mit einbindet. Und ich muss auch Danke sagen, und zwar Thomas Leister hat das so einen Mail-Server-How-To. Das habe ich umgesetzt und halt verbessert. Dann möchte ich mich auch noch bei Metabase bedanken, die das Tine 2.0 gemacht haben. Habe ich auch viel diskutiert mit den Leuten und Bug-Reports geschrieben und dann wurde auch schnell gefixt, teilweise einen Tag danach. Hat mich echt gewundert, wie schnell das geht. Und beim C3D2 in Dresden, da habe ich auch viel diskutiert über das ganze Zeug. Wir haben es gemeinsam ausprobiert. So, jetzt ist die Diskussion eröffnet. Ja, wir hatten vorhin gerade das Active Sync für Thunderbird. Das interessiert mich tatsächlich. Thank you.
kann jetzt nicht so viel dazu erzählen, weil ich selbst passen muss. Ich habe ein ähnliches System auf Sogo-Basis hochgezogen. Ja. Wir haben in dem größten Teil tatsächlich Outlook-User. Ja. Es gibt ein paar Thunderbird-Leute, die aber dann, da gibt es irgendein How-To, das habe ich aber nicht aus dem Kopf. Ich weiß, es gibt 2, 3 Module, mit denen die arbeiten. Ja. Was du jetzt noch unterschlagen hast, glaube ich, sind die Aufgaben. Die ja. Aufgabenlisten, die ja dann auch noch in diesem ganzen ActiveSync-Umfeld mit hineinkommen. Da wird auch hakelig, habe ich schon in der Praxis gesehen. Da gibt es nämlich dann noch Kategorien und die Kategorien haben noch Farben und die sind dann nicht mehr so ganz easy. Ja, was man auch noch erwähnen musste, man nicht nur Aufgaben, die ja was interaktiv ist, sind, sondern auch Termine. Also man kann ja auch Termineinladungen damit versenden und die kann jemand annehmen oder ablehnen. Das ist ja auch gleich im Kalender mit drin, das funktioniert auch hier. Nur was ich noch als Frage habe, und zwar bei diesem ActiveSync im Thunderbird, synchronisiert das dann über Exchange diese ganzen Termine und die Nutzer, diese Adressbucheinträge, oder nutzt das tatsächlich CalDAV oder CardDAV? Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Module. Die eine macht es linksrum und der andere rechtsrum. Also ich müsste da echt nachgucken, okay. Weil da gibt es ein How-To. Und das habe ich ja, jetzt das ist auch was, wo ich schlecht irgendwas gefunden habe. Suche ich dir aber gerne noch raus. Also ja, da kann man mal gerne noch diskutieren. Ist noch was? Bei echten Exchange-Server gibt es das EWS von Microsoft, das ist so eine Art Web-Schnittstelle über HTTPS. Ja. Und dort habe ich auch gesehen, dass da gewisse Plugins drauf zugreifen. Weil da kann man auch zum Beispiel einen LDAP-Server auf einen Office 365 koppeln. Ja, das ist interessant. Das funktioniert über EWS. EBS oder? Emil Wilhelm Siegfried. Okay, Exchange. EBS. Schau noch. Ja, ich gucke. Ja. Gibt es noch irgendwelche Beiträge da hinten? Wer rennt mit dem Mikro durch die Gegend? Ich mache das, oder? Nee, wird durchgereicht. Das ist schön, danke. Anderes Thema, Security. Du hast in dem Projekt jetzt einige Logins, die offen im Netz liegen. Ja. Wurde über Fail-to-Ban zum Beispiel nachgedacht als Integration, die man direkt schon am Anfang mitkonfiguriert, die ganzen Filter und so das ganze Ding ein bisschen abdichtet, damit unsere interessierten Bots nicht zu tief reinschnüffeln können? Fail-to-Ban habe ich jetzt noch nicht drin. Ich habe bisher auch keine Probleme. Also wenn man jetzt die Passwörter lang wählt und zufällig, dann funktioniert das auch. Also ich habe ganz früher mal sowas gemacht, wo ich ein relativ einfaches Passwort hatte, wo das in so einem Passwortkatalog drin war und dann ist es tatsächlich geknackt worden. Aber mit reinen Zufallspasswörtern ist es wohl relativ sicher, habe ich gemerkt. Ja, das ist klar. Also Passwortsicherheit muss gegeben sein. Ja. Der Punkt ist nur, wenn man mal wirklich monitort, wie viele Login-Versuche es gibt auf solchen Projekten, die offen im Netz liegen, ja, da kommen teilweise erstaunliche Zahlen raus. Also das sind teilweise ein Vielfaches von den Bots, die da Login-Versuche starten, im Gegensatz zu den realen Nutzern. Also das ist echt abenteuerlich und gerade mit sowas wie Fail-to-Ban kann man da die Last erheblich senken. Das werde ich noch mitmachen. Ich habe auch das Projekt auf GitHub, also da können wir auch mal gemeinsam dran arbeiten und mal gucken, ob wir das noch mit reinkriegen. Ja, sehr gerne. Darf ich noch eine weitere Sache anschließen? Ja, gerne. Und zwar Stichwort Passwortmanagement. Ja. In Organisationen, du hast ja auch einen Dateimanager mit drin. Und hat da jemand schon drüber nachgedacht, das Stichwort Passwortverwaltung irgendwie mit reinzubringen, bevor jemand auf die Idee kommt, Passwort.docx irgendwo auf den Server abzulegen? Ja, so eine Login-Verwaltung, das habe ich mir mal überlegt, dass man das mal bauen könnte, aber da habe ich jetzt noch nichts umgesetzt. Also sowas wie Kerberos oder richtig klein mit Zertifikaten und Keys, die dann automatisch verteilt werden, das wäre schon auch spannend. Oder halt Passwörter Ende zu Ende verschlüsselt ablegen, wo es halt nur Passwörter gibt. Da gibt es halt viele Möglichkeiten. Da muss ich mal austesten, was da alles geht. Aber können wir auch gemeinsam noch was da ausarbeiten. Ja, also gerade wenn es irgendwie mit mehreren Personen gibt, wenn man halt geteilte Accounts und so schicke Features wie zum Beispiel Passwort wird geändert oder ist nur 3 Monate gültig. Und wenn dann jeder das braucht, spätestens an solchen Punkten kommt man ganz schnell an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt es braucht den nächsten Schritt hier.
Richtig. Und ich fände dann auch eher, statt Passwörter zu gucken, wo kann ich überall Client-Zertifikat oder Key-Authentication einsetzen, sage ich einfach, ich habe jetzt eine Karte mit einem privaten Schlüssel oder mit einem Client-Zertifikat drauf, mit PIN, die man dreimal falsch eingeben kann. Und der Rest geht automatisch, die Intermediate-Zertifikate werden automatisch erneuert und so und da drauf gespeichert. Das wäre eigentlich die viel coolere Variante, finde ich. Ja, allerdings. Danke sehr. Sehr cooles Projekt. Ja, gerne. Gibt es noch mehr Fragen oder Diskussionsbeiträge? Traut sich keiner. Machen wir hinterher noch. Aber was auch wichtig ist, die Webseite entrosurf.de, da gibt es auch eine, also gibt es erstmal meine E-Mail-Adresse, die ihr auch hier gesehen habt, und es gibt die Mailinglisten-Anmeldung da. Da kann ich in der Mailingliste Lounge anmelden. Da machen wir vielleicht später noch ein paar andere, aber da haben wir erstmal unsere Kontaktdaten zusammen und können weiter diskutieren dann am Ende und verlieren uns nicht mehr. Könnt ihr gerne machen. So, das war's, oder? Punktlandung. Schließen wir den Vortrag hiermit. Ich bedanke mich fürs Zuhören.